Ich begrüße Steffen Gebert. Steffen ist Core-Entwickler im Typo3-Projekt, im Vierer-Branch. Hallo? Hallo Sascha. Was hast du so in letzter Zeit mit Typo3, in Bezug auf Typo3 gemacht? Es war jetzt erst kürzlich auch die Release von der 4.6. Was waren so deine Dinger, mit denen du dich beschäftigt hast? Größere Projekte während der Entwicklung gab es da so an sich nicht. Hab an ziemlich vielen kleineren Ecken und Enden mitgeholfen, von Patches Reviewen bis hin zu relativ vielen Bugfixes oder halt ja kleine fehlende Features, die eben noch so gefehlt haben, um die Sache abzurunden. Okay. Da habe ich eher dazu berufen sehen, als die großen Monster-Features in Core zu bringen. Okay. Viele Features haben wir schon. Ja. Die 4.7er ist jetzt gestern, glaube ich, in erste Alpha-Release gewesen. Wirst du für die 4.7 irgendwas machen? Sitzt du da an irgendwelchen Themen? Generell habe ich mir vorgenommen, auch keine riesigen Dinge anzufangen. Das eine, was mir aber so ein bisschen am Herzen liegt, weil es momentan etwas chaotisch ist, ist die Sache des Loggings. Da bin ich mit ein paar Leuten dran, da eben, ja, ähnlich wie das Caching-Framework, neues Logging-Framework zu implementieren, das auch zusammen mit den Leuten von Flow 3 mehr oder weniger synchron dann entwickelt wird, um einfach ja die Sache von sowohl Entwicklersicht auf Logs als auch für Administration das ja neu und etwas schicker zu regeln. Okay. Das wäre so das einzig größere Projekt, das ich mir momentan für Typo 3.4.7, was also dann ja bis Februar fertig implementiert sein muss, vorgenommen habe. Weil du es gerade erwähnt hast, wie läuft es so im Vierer-Entwicklungsteam? Arbeitet ihr ständig in enger Zusammenarbeit mit dem Flow3-Team oder gibt es da nur hin und wieder Berührungen oder spricht man sich da ab? Wie läuft es? Gerade so bei größeren Dingen, die implementiert werden, beziehungsweise dadurch, dass wir auch wissen, dass in Flow3 Logging momentan noch sehr simpel implementiert ist und das also nicht der Weisheit letzter Schluss ist, kamen wir dann schon gegenseitig auf uns zu, um einfach, ja, wie wir auch festgestellt haben im Meeting, was wir immer machen jede Woche, ist es eigentlich, dass man mehr über das Konzept reden muss, also mehr Arbeit ins Konzept stecken, als in letztendlich die Programmierung, weil so viele Zeilen putzen es nicht, aber es geht halt einfach darum, ein schlüssiges Konzept zu schaffen und das kann man natürlich dann für sowohl Typo3 Version 4 als auch Flow3 verwenden, denn die ganzen Schwierigkeiten, wie filtert man dann die Logs oder ja, wie werden die Logs gespeichert und wohin? Das lässt sich eigentlich für beide Systeme ganz gut übertragen. Mhm. Du hast sicherlich ja auch schon die Feature-Listen jetzt von 4.7 dir mal vielleicht kurz angeschaut. Was ist so das, worauf du dich freust, wo du sagst, cool, dass das jetzt endlich kommt als Feature oder als Aspekt oder als Technologie? Momentan geht es hauptsächlich ja um Accessibility, was auch in den Release Notes so angekündigt wurde durch das BLE-Projekt. Ist es sehr schön, dass da schon viel gemacht wurde und denke ich auch ein großer Vorteil, da es einfach für große Unternehmen und Institutionen einfach wichtig ist, die Accessibility, und von daher super schön, wenn das Typo 3 von Haus aus besser kann, da man da einfach im Enterprise-Bereich dann doch vielleicht die Nase wieder etwas weiter vorne hat. Cool. Wenn du nicht mit Typo 3 rummachst, was machst du dann sonst so im Alltag und Leben? In meinem regulären Leben bin ich Doktorand an der Uni Würzburg, bin da aber nicht im Bereich Softwareentwicklung oder so tätig, sondern mehr in Richtung Netzwerk, Future Internet. Und ja, ich werde quasi versuchen, dass auch in 10 Jahren irgendwie Typo 3 Webseiten noch übers Internet abgerufen werden und nicht alles zusammengebrochen ist. Cool. Zum Abschluss, was meinst du aus deiner persönlichen Sicht, wo die nächsten großen Schritte für Typo 3 sein könnten, also so die nächsten Ansätze, die das Projekt oder das System einfach auch nochmal vorwärts bringen? Also ich denke, einerseits ist es schon sehr gut, dass wir oder die ganze aktive Community sich wirklich stark professionalisiert, einfach ganz viele Abläufe durch Teams bewältigt werden, die dann größtenteils reguläre Meetings haben, eben online über Videokonferenzen. Das finde ich was dem sehr gut tut, ebenso auch Documentation Team als Beispiel zu nennen, wo wirklich momentan zwar immer noch Strukturen geschaffen werden, aber
dann das Thema Dokumentation schreiben und auch rechtzeitig mit dem Release veröffentlichen, was ich an sich für sehr wichtig halte, dass das dann einfach für zukünftige Releases deutlich vereinfacht wird. So für die Typo 3 Entwicklung selbst denke ich, dass es recht gut wäre, sich mit größeren Agenturen ein bisschen mehr auszutauschen oder dass die sich mit uns oder deren Entwicklern sich mit uns einfach austauschen und mithelfen, ein paar der häufig benötigsten Features von Sachen wie Deployment oder auch LDAP-Anbindung und solche Sachen, dass die einfach in den Core kommen, weil ich denke, das ist also was, was in unserer Branche für Typo 3 oder für den Einsatzbereich, für den wir Typo 3 sehen, schon eigentlich enthalten sein sollte. Alles klar, cool. Dann vielen Dank für das Gespräch, Steffen Gebert, und alles Gute. Danke dir. Dankeschön. Tschüss.